heutigen Clash Royale Video spielen wir das beste Gravy Deck in Clash Royale und pushen live in die Top 10 der gesamten Welt. Oh nein, Digga, das wird so hart krachen. Wird schwierig gegen ihn. Sniper geht. Wenn der Baby D macht, mache ich Executioner. Wenn der Ritter macht, mache ich Ritter. Wenn er Isis macht, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Junge, es kracht so hart bei euch. Weil die horny sind, Melon Dude. And we are heroes tonight, and I wanna be a fireball tonight. Klar, Febo, ich auch. Digga, was soll ich eigentlich machen? Chat, glaubt ihr, es ist sinnvoll, sich einfach... Digga, was passiert eigentlich, wenn wir beide warten bis zum letzten Graveyard-Push? Wir gehen beide am Ende in der gleichen Zeit mit Graveyard Poison rein. Mit Graveyard, mit dritter Graveyard. Und dann verliere ich. Wegen RNG. Würde ich schmutzeln. In Klammern unlustig. Ich glaube, Nele war nicht nötig. Kracht. Okay, was machen wir jetzt, Chat? Verlieren oder gewinnen? Ist geil. Das saft ich halt richtig fett ab. Wow, es kracht aus allen Löchern mit ohne Sahne und ohne... Jein. Okay, Exe-Brücke. Ich kann ja nichts. Als irgendwie so random Damage. Executioner Brücke ohne Grund. Digga, es kracht aus allen Löchern. Yeah!
Leute, es gibt Dinger. Es gibt so Dinge im Leben. Ja, das war's. Sehr geil. Evo Recruits, Rage, Arrows, Goblin Giant, Minipacker. Ah, Mother Witch. Mother Witch ist extrem gut für mein Deck. Weil ich habe Friedhof. Nein, Killerboy, wir dürfen. Das Ding ist, Killerboy, du verstehst manchmal nicht, dass du Skandale aus der Vergangenheit nicht immer wieder aufrollen solltest. Danke, by the way, für die 70 Subs, Chat. 70 Subs, ich sage danke. Ich weiß, dass das Ding ist, bei Mordenreiter denkt man immer so, ja, der Mordenreiter, der ist doch dumm, der hat nicht so viel im Gehirn und es nervt. Und er sagt immer nur drei Wörter und der streamt hier und will doch nur absaften. Aber Mordenreiter ist sehr dankbar für den Support. 70 Subs in einem Stream ist geisteskrank, Chat. Stark. Gegner echt ein sehr guter Spieler, Chat. Ja, die Spielgums haben viel gechippt. Hat leider. Ich glaube, ich hatte keinen Eisgeist. Dann hätte ich das Eisgeisten können. Dann wäre er erst wieder auf den King gegangen. Ja, aber die Minions waren halt so kacke, dass wir jetzt. Das Problem ist halt, in solchen Situationen gegen Evo-Rekruten, du möchtest keinen Damage-Advantage haben. Ich meine, kein Elixier-Advantage, weil jetzt muss ich meinen Ritter spielen, mein Evo-Ritter. Evo-Ritter ist ja so das Besondere an uns. Jetzt habe ich den sozusagen einfach komplett gewastet. In Klammern Kraft. Digga, was ist denn. Er versteht, glaube ich, den Executioner nicht ganz. Leute, wer erklärt ihm, dass der Executioner Range Damage macht? Ja, jetzt kracht's halt. Das versteht ihr auch. Hilfe. Oder würde gerne absaften. Hat er Elixier für die Hexe der Mutter? Hat er Elixier für die Hexe der Mutter? Er hat kein Elixier für die Hexe der Mutter! Das war's, GG's. Ja, Bowler, Junge, jedes Deck, was Bowler hat, Digga. Bowler ist so eine geisteskranke Wirtkarte. Oh ja, Bowler! Würdet ihr sagen, es war gut? Ich würde sagen, ja. Ich habe extrem viel Damage bekommen. Und ich habe das extrem kosteneffizient verteidigt. Ich will keinen Grabstein noch committen. Zum Glück habe ich es nicht getan. Zum Glück habe ich da keinen Grabstein mehr gespielt, Chat. Schlau im Leben. Bro, es kracht trotzdem aus allen Löchern. Digga, die Defense. Das Ding ist, wenn Morton Royal Peak ist, also im Peak, auf dem Peak, dann müssen die Leute auch niederknien und niederblasen. Okay, was machen wir jetzt? Bro, Exi gegen Bowler ist halt geisteskrank Shit. Muss ich jetzt hier so ein Krüppeldings bringen?
Nein, genau das wollte ich eben nicht. Reicht? Reicht? Lightning Chat? Wie viel macht Lightning? Lightning Nado reicht, oder? Warum laggt mein Game so weird? Stimmt, das Problem kenne ich. Boah, wie hoch ist Faust, Digga? Moin, Hyper, was geht? Du OG-Goat. Evo Skellies, Hoggies, wie Hoggies? Das nervt. Ja, ist geil. Findet ihr es geil, dass ich 100.000 Karten cyclen muss und Ritter letzte Karte habe gegen Queen und ich jetzt erstmal gefühlt jetzt schon verloren habe? Mann, CR ist manchmal echt ein spaßiges Spiel. Ding an. Faust kann clashen. Interessant. Wann ist Faust bei SK? Erst seit einem Jahr. Sieht gut aus bisher. Hm.
nicht das beste Bubble meines Lebens. Dark Raven hat seinen ganzen Turm geholt. Geil. Spiel Jets. Bait. Bro, Digga, es ist geisteskrank. Geil. Geil. Das ist der Peak Saft. Geil. So eine Kack-Defense. Ich meine, so ein Kack-Spielzug. Und er kriegt es trotzdem auch sonst gut verteidigt sogar. Aua, aua. Klar, Broken. Ich habe auch ein paar Sugar Daddies. Digga! Ja, okay. Ich wollte eh den Ritter auf die andere Lane haben. Ja, okay, komm. Ich weiß, viele Leute verstehen es nicht, aber es kracht. Oh mein Gott, wie viel Damage! Digga, wenn ich das gewinne, das wäre wirklich ein Peak-Skandal. Kann der Icebird bitte connecten? Nö. Das war ja obvious. Sehe ich so dumm aus? Bro, wie broken ist Inferno-Turm? Digga, jetzt wird die andere Seite gewocketet! Bro, ich bin der Urwirt. Es tut mir leid, Chat, aber es ist auch manchmal. Es ist manchmal auch einfach schwierig, hier miteinander zu clashen. Skandaldeck. Skandaldeck, Skandalgame. Und da muss ich die Sahne heben. Weil das ist ein Skandal, Chat. Egal, Leben geht weiter, Chat. Was spielt ihr denn? Auch Grabstein? Könnte Mirror Matchup sein. Könnte auch einfach das normale Friedhof-Deck sein und er wird jetzt absaften.
Ja, okay, hab ich mir auch gedacht. Das ist halt Saft. Peak-Saft. Aber jetzt macht er auch King an. Das ist halt Anti-Saft. Aber viel Damage. Viel Damage! Und ihr müsst überlegen, wir haben eine King Tower Activation Möhr sozusagen. Und wir haben den 800 Damage Advantage. Das wird lustig. Wo ist nächste Cycle agreed? Gut, Chat, gut. Es ist halt wieder 300 Damage, so die wir bekommen. Okay. Oh mein Gott, der Exi! Digga, bei ihm krass halt wirklich komplett. Happy. Noch später, Chat. Golem. Ohne Wumpe. Lol. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah.
Digga. Was? Wir leben noch. Ja, ich hab's überlegt. Aber ich wollte lieber sicher gehen, dass ich das Eis flawless verteidige, lieber. Ich eh schon so 1000 Elixier im Rückstand bin. Noch ist alles gut, Chat. Aber wir haben jetzt auch die Doppelte. Und jetzt hat er keinen Elixiervorschwung mehr. Das heißt, wir können absaften. Unser Lumber stirbt jetzt. Poison. Und das ist halt geiles Gameplay, Chat. Und da können wir auch zusammen Hand in Hand absaften. What the fuck? Das Ding ist, es kracht halt komplett bei ihm und er weiß das auch. Was ich Peak Word pumpe? Ich meine, ich kann jetzt einfach poisonen so und er wird halt nicht mehr den Damage ausgeglichen bekommen. Und bam. Also, dass ich das gewonnen habe, obwohl ich einen Poison gemisst liegt, heißt einfach, dass ich einen 100-0 hab. Hä, warum hat der Goblins-Chat? Was spielt er? Warum hat er Goblins? Digga, wie broke ist Grabstein eigentlich? Digga, der Grabstein hat gerade gefühlt alles verteidigt. Iborikos, Feuerwehr, Aeros, Sparple, Horgies, Flying Machine. Goblins, für was hat der Goblins drin? Für Barb Barrel, Digga? Für Barb Barrel oder Eastbird, ne? Ist der Peak Bird. Ist okay. Ich wollte halt keinen Executioner committen, weil. Ich darf keinen Executioner committen, Chat. Weil dann kommen Evo-Rekruten. Das heißt, der Poison sah dumm aus, aber er war gut. Weil wir müssen denken. Und Evo-Rekruten sind auch außerdem noch der Urwirt. Er hat Barbarrel. Hat er kein Eastbird, Digga. Oh, er nimmt einfach für Eastbird Kobolde rein. Geisteskranker Skandal. Danke, Neon, das. Zack. Noch rein, zack. Tombanischer Tombstone. Gute Defense. Ja. Findet ihr Execution als Balance Chat oder denkt ihr, der ist manchmal ein bisschen zu OP? Weil ich habe das Gefühl, der ist manchmal zu OP, aber vielleicht. Das kann auch sein, dass ich einfach nicht so viel Game Sense habe wie andere. Digga, what the fuck? Recruits, Scalar King, Rage Arrows, Aeolum. Okay. Das Matchup ist auf dem Papier eigentlich ganz gut. Hoffentlich. Bleibt das Papier so?
ist doch jetzt ein guter Push, oder nicht? Wie verteidigt er das? Er lacht. Ein Zeichen, dass es nicht so gut aussieht bei ihm. Hat er noch was? Hat er jetzt Evo-Rekruten wieder ready? Nee, noch nicht. Könnte jetzt gut werden, wenn die Pumpe stirbt. Die Pumpe wird angeditscht. Komm, wir wappeln die Pumpe. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, glaube ich, aber ist ein guter Play. Digga, komm, nur noch verteidigen. Digga, weißt du, was ein Executioner ist? Digga, was? Junge, das ist ja so ein geiles Matchup. Digga, wir sind jetzt so hoch in dem Ranking. Plus 34 Great Egg Pools. Are you proud of me?